hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wieder mit Laura und Milena unterwegs. Und heute sind wir in Friedrichstadt. Ich glaube, ich nehme meine Sonnenbrille ab, deswegen ein bisschen unfreundlich. Und für alle, die Friedrichstadt nicht kennen, das ist eine kleine, süße Stadt in Nordfriesland. Ich weiß gar nicht, wie klein. Auf jeden Fall sieht es hier ein bisschen aus wie in so einem Mini-Amsterdam, finde ich. Ja, und ist ganz cool. Wir suchen gerade einen Tretbodenverleih. Ich habe heute Morgen irgendwie nicht gefilmt, weil das habe ich verplant. Und vorhin sind wir dann ein bisschen zum Zug gesprintet. Will irgendjemand die Geschichte erzählen oder soll ich schnell machen? Okay, also wir wollten halt eigentlich von so einem Bahnhof fahren, der bei uns so relativ in der Nähe ist. Bis uns dann aufgefallen ist, dass der Zug da irgendwie schon vorher gefahren ist und wir das irgendwie verplant haben, keine Ahnung. Und dann sind wir halt zu einem anderen Bahnhof gefahren, wo dann unser Zug dann kam, also ein anderer Zug, der uns dann auch dahin gefahren hätte. Bisschen kompliziert, auf jeden Fall haben wir es geschafft und sind angekommen. Boah, Baileys Royal wäre ich dabei. Naja, Pharisäer. Ja. Und hier sind irgendwie voll viele Dänen, habe ich das Gefühl, weil es halt Nordfriesland relativ dicht dran an Dänemark. Aber so dicht eigentlich auch nicht, ne? Naja, aber ich kann euch vielleicht mal ein paar Eindrücke, Impressionen zeigen. Wir laufen gerade über voll die schöne Brücke. Wie geht das denn jetzt? Fuck. Dann kommt gleich so ein Motorboot. Sind wir festgefahren oder was ist hier? Wir drehen jetzt um. Wir drehen jetzt um? Ja, dann so, dass wir das Boot. Aber dann, dass wir so fahren? Nee, oder? Dass wir so fahren, glaube ich. Ah. Wir kriegen das leider nicht anders hin. Das ist gar nicht so leicht, Mann. Ja, ich glaube auch. Wie geil! Also, im Auto wenden ist irgendwie einfacher. Wir haben es aufs Tretboden geschafft. ich habe hier meine wundervollen zwei Treter, Treterinnen. Und ich habe beschlossen, ich bin heute Kameramann. Oder Kamerafrau. So wie immer eigentlich. Das ist heute meine Aufgabe. Ich bin mit Auto gefahren. Ich bin hier Tretboden gefahren. Ah, es ist ganz schön, oder? Was sagt ihr? Ja. Es wäre cool, wenn man einfach so steuern könnte. Ja. So. Ja, ist irgendwie ein bisschen. Wieso ist denn da überhaupt ein Lenkrad, wenn man damit nicht mehr steuern kann? Auto sein soll. Ja, wir sitzen in unserem coolen VW Käfer. Ja. Moin! Achso. Was sagt ihr? Was haltet ihr von unserem Tretboot-Adventure hier? Sehr gut. Sehr empfehlenswert. Richtig talentiert sind wir. Auch ja, Laura und Milena kriegen das gut hin. Ja. Achso, ich kann auch mit Tretboot. Das müssen wir ja jetzt nicht erwähnen. Muss man ja. Aber es läuft gut. Wir müssen eigentlich auch gleich schon wieder zurück, aber das Wetter ist doch irgendwie mega schön. Vielleicht wollen wir wahrscheinlich irgendwie noch einen Kaffee trinken gehen und davor irgendwie ein bisschen was essen. Oh. Und jetzt haben wir gerade überlegt, wir führen noch ein kleines Fotoshooting durch. Ja, mal sehen, was das wird. Das kriegen wir schon hin. Es hat sich einfach so eine Ente hier bei uns hängen. Süß, ne? Ich filme gerade. Ich wollte euch das nur wissen lassen. Wir planen gerade Raclette für Montag. Oh, jetzt sind zwei. Wie cool. Und drei. Die sind bestimmt auch so Friends wie wir. Meine Mutter macht das immer, wenn sie irgendwie drei irgendwas. Das sind zwei Männer und eine Frau. Im Ernst. Also. Ja, ja. Ich bin trotzdem die Frau, also die Kleinste. Meine Mutter sagt das immer so, ihr drei.
Ach, wie süß. Aber ich finde ihn, ich finde die männlichen Enten irgendwie schöner als die weiblichen. Die sehen irgendwie hübscher aus. Und voll die süßen Schnäbel. Und so das schöne Fell auf dem Kopf. Schatz, aber jetzt klauen wir hier nicht unser letztes Sommerspiel. Obwohl, da ist eh nichts mehr drin. Komm langsam mal ein bisschen nah hier, würde ich sagen. Die sind richtig nah einfach. Jetzt gibt es erstmal Eis. Weil wir sonst kein Eis kriegen, ne, Laura? Ja. Ja, aber Laura wartet noch auf ihren Cup Amaretto. Und Milena und ich haben schon unsere Sachen. Milena hat ein Kinderspaghetti. Ja. Und ich habe einen Eiskaffee gerührt. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ob die den irgendwie durch die Milchschreckmaschine gemacht haben dann, oder? Interessant. Ein Eis verrührt. Wahrscheinlich, was heißt gerührt? Ja, gerührt ist, glaube ich, das, also da ist halt Vanilleeis und Mokka-Eis drin, halt Kugeln, aber ob die dann so, irgendwie werden sie das Eis ja aufgedingst haben. Wir sind übrigens beim Eiscafé Pinocchio in Friedrichstadt. Man kann ja mal ein bisschen Werbung machen. So, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, obwohl ich bin eigentlich schon eine Stunde zu Hause. Es ist jetzt 6, ich bin um circa 5 nach Hause gekommen, weil Milena heute noch zum Geburtstag geht und deswegen musste sie ein bisschen früher los. Und wir hatten irgendwie auch nicht mehr so wirklich was wir da noch machen wollten, weil wir waren halt Tretboot fahren, dann waren wir noch Eis essen und so weiter. Also wir haben eigentlich so das gemacht, was wir machen wollten. Und ich wollte euch nochmal ganz kurz mein Outfit zeigen, denn das habe ich noch gar nicht heute. Ja, und zwar habe ich heute mein neues Kleid von Only angezogen. Das habe ich mir letztens gekauft, als wir in Hamburg waren. Genauso wie die Schuhe, die habe ich jetzt aber schon, die habe ich jetzt aber noch nicht so lange. Also die habe ich mir wirklich erst, wann waren wir in Hamburg? Vorgestern? Nee. Keine Ahnung, auf jeden Fall, als wir das letzte Mal in Hamburg waren und dazu dann halt meine Sonnenbrille, wie immer eigentlich. Und ich überlege mal, ob ich jetzt gleich mal was esse, weil ich glaube, wir haben noch Lasagne von heute Mittag. Ich wollte mich jetzt noch mal ganz kurz von euch verabschieden für heute. Ich denke mal, ich werde morgen vielleicht noch ein bisschen weiter filmen, also höchstwahrscheinlich. Aber ich bin irgendwie mega, mega müde. Es ist jetzt 10.34 Uhr und ich werde noch ein bisschen mein Video für morgen zu Ende schneiden. Das ist eben das übers Motivationsschreiben. Das geht hoffentlich morgen online. Und ansonsten gehe ich jetzt zu Bett und hoffe, ich stehe morgen zu einer vernünftigen Zeit auf. Aber dafür muss ich heute auch zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen. Ich habe mir halt vorgenommen, jetzt immer so um 12 schlafen zu gehen, was relativ spät klingt, aber für mich ist noch ganz. Aber für mich ist das noch relativ früh. Also würde ich jetzt sagen, gute Nacht oder wer es auch immer, welche Tageszeit bei euch gerade ist. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen und ich würde sagen, dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen. Was ich aber gerade noch mal ganz kurz erzählen kann, ist, dass ich eben gerade eine mega gute Doku gesehen habe. Und zwar über die Love Parade. Ich muss sagen, ich habe Teile davon ein bisschen verschlafen. Ich habe dann erst überlegt, ob ich zurückspulen soll, aber dann habe ich es gelassen. Also ich bin halt eingeschlafen vorhin, als ich nach Hause gekommen bin und die angefangen habe zu gucken. Aber sie war auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube, sie heißt irgendwie Love Parade, wie Liebe tanzen lernte oder so. Gibt es auf jeden Fall in der ARD-Mediathek und die fand ich eigentlich ganz gut. Weil das eben so erzählt hat, wie die so groß geworden ist und dann mit diesem ganzen, was in Duisburg gewesen ist und so. Und ja, war ganz interessant. Aber ja, das wollte ich eben noch mal ganz kurz erzählen. Und jetzt gehe ich, glaube ich, wirklich gleich schlafen. Ich muss mich auch noch abschminken. Ich sag dann jetzt mal guten Morgen, obwohl es eigentlich schon Mittag ist. Heute ist Sonntag, gestern habe ich nicht gefilmt, weil ich halt wirklich den ganzen Tag nur gearbeitet habe. Und danach war ich noch mit Freunden unterwegs. Ich kann euch hier einen ganz kurzen Clip einblenden. War ein sehr lustiger Abend auf jeden Fall. Und jetzt habe ich halt den ganzen Vormittag nur gechillt. Ich war sogar schon irgendwie so um 8 wach oder so, weil ich halt irgendwie nicht mehr einschlafen konnte. Aber ich habe mein Bett heute noch nicht verlassen, weil ich einfach mal wieder so richtig chillen wollte. Das habe ich halt so lange nicht, dass ich wirklich mal den ganzen Tag hatte. Gut, aber ich habe jetzt natürlich auch noch Sachen, die so die ganze Zeit immer liegen bleiben, wenn ich immer arbeite oder irgendwo hinfahre mit meinen Freunden. Deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, erstmal duschen und dann räume ich mein Zimmer auf. Und wahrscheinlich filme ich heute auch noch ein Video.
halt diese ganzen Sachen. Und ich wollte schon mal anfangen zu packen, denn wir fahren am Donnerstag in Urlaub und ich habe halt, glaube ich, sonst irgendwie keine Zeit zu packen. Und die Sachen, die ich halt eh nicht mehr brauche, kann ich dann ja schon mal einpacken, weil dann muss ich das später nicht machen und bin dann schon fertig damit. Nee. So, Anne, was machen wir hier gerade? Wir waren eben gerade bei Rewe und haben Essen gekauft für nachher. Ich habe voll die geile Pizza. Ich habe voll die geilen Kartoffelspalten und voll das geile Sommergemüse. Wenn du jetzt losfährst, machst du dich strafbar. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich bin nicht angeschnallt. Ja. Wegen dir fahre ich nachher durch in meiner Führerscheinprüfung. Führerscheinprüfung. Jetzt darfst du losfahren. Nee, darf ich nicht, da kommt jemand. Well, doch nicht. Gucken, ob sie das hinkriegt. So, was sind wir heute, Anne? Wieso, heute Abend. Wir sind heute allein, das stimmt. Ja, unsere Eltern sind zum Grillen eingeladen. Und deswegen sind wir eben gerade auch losgefahren und haben Essen gekauft. Jo. Damit wir heute was zu essen haben. Ja. Ich meine, wir hätten bestimmt was gefunden im Haus, aber... Ich glaube, wir haben noch Pizza, aber die Pizza ist besser. Ja, er hat sich eine richtig geile Pizza gekauft, mit Spinat und so. Wenn Mutti das sieht, die sagt, seit wann isst du denn Spinat? Ja, das sah ein bisschen aus wie Basilikum, fand ich. Ja, ich auch. Basilikum ist da auch drauf, aber... Das sah total aus wie Basilikum, deswegen dachte ich nicht, dass das Spinat ist, aber dann habe ich gesehen, dass das Spinat ist, aber ich habe sie trotzdem gekauft. Obwohl, wir hätten eigentlich auch noch einen Roadtrip machen können hier jetzt nochmal. Ja, hast du noch was zu erzählen? Ich habe eben gerade schon ein bisschen angefangen, meine Sachen zu packen. Ja, stimmt. Mach ich gleich wahrscheinlich noch zu Ende. Komm ich mit in dein Video dann rein, da wo wir zusammen da getanzt haben? Ich glaube ja. Finde ich gut. Vielleicht auch nur am Ende mit in die Outtakes. Ah, in die Outtakes, weil ich da einfach reingekommen bin oder wie? Genau. Ja, ich war ja nicht drauf vorbereitet, dass du da am Video drehen bist. Und du hattest Musik an, deswegen dachte ich, du bist nicht am Film, weil sonst... Naja, die Musik schneidet ja dann. Aber das war aber auch knapp da vorne. Ja. Aber wieso fährt der auch nicht auf dem Radweg? Weil das ein Rennradfahrer ist. Ja, der kann auch auf dem Radweg fahren. Oh, ist das ein Scheiß. Ich muss halt leider trotzdem im zweiten Gang hinterher. Aber der Radweg ist ja auch echt scheiße. Ja. Wir müssen auch auf den Radweg. Ja, unterbricht den Verkehrsfluss. Essen. Kannst du ein Video machen? Ja, ich bin dabei. Ole und ich haben uns was zu essen gemacht. Ja, ich habe mir so eine Pizza gekauft. Ich habe hier noch den Überrest, weil er mochte die nicht. Nein, ich dachte so, das wäre so eine richtig geile Pizza mit Mozzarella und Basilikum. Was ist es? Irgend so ein komische Mozzarella-Creme oder sowas mit Spinat. Das ist richtig geil. Ja. Yeah. Dazu haben wir die Kartoffel-Wedges vom letzten Mal, weil die waren richtig lecker. Ja, Mann. Und auch den gleichen Salat, den ich auch mit Zwiebeln gemacht habe. Ich habe nur ein bisschen abgewandelt. Aber das schmeckt gut. Ja, ne? Und dazu ein bisschen so Gemüse, so Sommergemüse. Das war so eine fertige Mischung. Und jetzt gucken wir irgendwas, oder? Oder eigentlich müssen wir auch noch meinen Fernseher mal umbauen. Machen wir, wenn wir aufgegessen haben. Okay. Der steht nämlich immer noch da oben.